Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum neuen ATS hier zur neuen Folge auf Zwergtube. Ich grüße euch. So, wir gehen ins Auftrags- und ja, schauen erstmal nach externen Aufträgen. Und da hätten wir schon welche. 35.000, ja Wahnsinn. Ist allerdings auch eine Das ist mal eine Hausnummer nach Nevada rüber, durch Arizona durch. Wir sind gerade mal durch New Mexico quasi am Starten. Und der Oregon DLC, der hier oben stattfindet, der kommt auch die Tage mal. Den werde ich noch einbauen. Im Augenblick suche ich allerdings jetzt mal so ein bisschen eine kleinere Tour. Nach Kalifornien rüber. Gucken wir mal. Ich würde hier gerne nach Arizona weiter starten. So, vielleicht ein Zementlaster. Sieht mich jetzt nicht so weit. Ich will halt keine 900 Meilen durchsprügeln. Fehlt mir auch heute tatsächlich ein bisschen die Zeit dazu. Pass auf, wir gehen nochmal zurück. Hier wird auch einer, der war sehr, sehr vernünftig. Der hier. Rail Export. Wir nehmen den Auftrag an. Den, glaube ich, können wir auch locker erfüllen. Denke ich mir zumindest. Trink mal schnell ein Schlückchen, meine Lieben. Meine Lieben, es geht um die Nüsse. Das ist kein Scheiß. Aktueller Auftrag von Gallup nach Ally. Nüsse. $22.000 kriegen wir dafür. Fast 23.000. Und jetzt lädt er sich hier einen Wolf. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich denke, das klappt schon. Ich denke, das klappt. So. Mal ganz kurz gucken. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Einstellung rein. Ihr kennt das, wir machen das immer wieder. So. Und rein in der Gerät. So. Machen wir erstmal so. Gut. Alles klar. Habe ich soweit eingestellt. Dann lasst uns auf die... Wo sind meine Nüsse? Hinter uns. Cool. Eine Nüsse. Und kriechen hier. Warte mal ganz kurz. Na komm jetzt aber. So. Wir cruisen hier mal ein bisschen rein. Ist ja unser eigener Truck. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier keinen Blödsinn machen. So, hier irgendwo stehen unsere Nüsse. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt... wie soll ich sagen? Das ist jetzt nicht unbedingt so die korrekte Bezeichnung, glaube ich. Irgendwo hier müssen die Nüsse sein. Da sind sie. Sag mal, welche... Okay. Fahr hier mal durch. Warum ist denn eigentlich... So, ich habe die Warnblinkanlage versehentlich drin gehabt. Fällt mir gerade auf. So, hängt an der Gerät. Und dann würde ich sagen... Fahren wir los, meine Lieben. Auf geht's. Wie schwer sind unsere Nüsse? Tut mir leid, es ist so schlecht, ich weiß. 93.000 Laps. Da krieg ich doch Nusception, du. So. Auf geht's, bringen wir das Gerät hier raus. Auf die Reise, meine Lieben. Ich habe die Ambient-Playlist mal wieder reingepackt. Ich finde, das passt auch immer ganz gut so. Da müssen wir raus, oder? Nee, Quatsch, da fahren wir auf die Schienen. War schon da. Ich will nicht auf die Schiene. Ist doch nicht Transportfieber. Hier müssen wir durch, tatsächlich.
So, raus mit uns. Auf die On the Road again, meine Lieben. Manch einer hat vorgeschlagen, wir sollen noch mehr Überlandstrecken fahren. Finde ich eine ganz schicke Idee eigentlich, generell. Habe ich jetzt aber noch nicht drin. Auch weil die Strecken noch einfach sehr kurz alle sind. Vielleicht mal in einem Livestream dann wirklich rein Überlandstrecken machen. Fände ich auch mal eine schöne Maßnahme. Bleibt mir bloß nicht am Trailer hängen. Sag's euch. Kriegt mein Smiley oben. Sämtliche Zustände. So, nochmal ein Stückchen trinken. Wir fahren ja erst los. So. Back on the road. Kein Hütchen überfahren. Ist immer schlecht fürs Gemüt. Wie schnell dürfe ich denn hier eigentlich? 35 Meilen. Ich bin schon ein bisschen schneller drauf. Oh, ich roll nach hinten manchmal. Das ist unangenehm. So, passt. Sitzt, wackelt und hat auch ein bisschen Luft manchmal. So. Ja, man merkt schon, unser Truck hat momentan nicht viel Feuer auf der Brust. Ist aber nicht schlimm, meine Lieben. So. Ja, nicht viel, ja, nicht so, wie soll ich sagen, der hat kein Schmackes, möchte ich sagen. Kein Schmackes. Aber auch das werden wir hinbekommen. Für alle die, die fragen, wo bleibt eigentlich Euro Truck? Was ist mit Euro Truck los? Meine Lieben, auch das kommt demnächst wieder. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen die Aufnahmesessions durchprügeln. Damit das alles auch wieder in saubere Bahnen gerät. Mit den Playlists beide ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und deswegen seht's mir nach, wenn da gerade mal so ein bisschen Luft ist. Aber die kommen. Ich bin da fleißig dran, die aufzunehmen. Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Gucken wir mal schnell. Trischig. So, wir müssen hier links abbiegen. Das ist natürlich eine ordentliche Herausforderung, vor allem wenn da einer kommt. Aber der hält. Gut. Ist gekauft. Bloß aufpassen, die Trailer sind so unfassbar lang. So, hier ist rot, aber wir dürfen ja rechts abbiegen, habt ihr in den Kommentaren geschrieben. Wir probieren das mal aus. Gut, hier verengt sich die Straße. Ich muss mein Sichtfeld mal bei Gelegenheit anpassen. Ich sehe nach links den Spiegel fast überhaupt nicht. Und das ist der einzige, mit dem ich gerade in Sichtweite arbeite. Das ist vielleicht ein bisschen tödlich, wenn da jetzt wirklich mal ein Auto kommt. Warte mal, das müssen wir jetzt mal machen. Moment, das war die hier. Genau. Haben wir eine Rundumleuchte? Nee. Ah, jetzt hat das wieder angepasst. Das ist mir aber tatsächlich ein Ticken. Ich will eigentlich das hier haben. Mehr, warte mal, eher so. Ja, mittig ist eigentlich cool. So. So weit muss es gar nicht sein. Ich will nur den linken Spiegel eigentlich im Blick haben. So möchte ich das haben gerne. So, jetzt dürfen wir hier 75 fahren, theoretisch. Schaffen wir ja mit der Kiste sowieso nie. Aber warte mal. Warum hat er das jetzt nicht angepasst? Müssen wir doch wieder weiter rausgehen. Okay. Oh nö! Freunde, es tut mir leid, es ist wieder eine Aufnahmesession des Todes. Ich merke das schon. So. Und rauf. Immer schön am Pedal bleiben. Jetzt ist perfekt. So mag ich das. So kann ich auch viel leichter fahren. Dann mache ich auch weniger Blödsinn und das ist für euch dann wiederum schöner. Also mal so eine Sekunde einfach mal nett die Einstellungen überprüfen. Sollte mal drin sein. Glaube ich, ist nicht verkehrt. So, den vor mir snacke ich mir jetzt gleich.
glaube, wir fahren jetzt auch mittlerweile in den Tag hinein. Der hat ja den gleichen Kumpel wie wir, aber der hat einfach keinen Schmackes. Ja. Kurz die Augen zusammengekniffen. So, machen wir mal 70. Ne, 85 ist ein bisschen viel. Ach ne, 65, mehr gibt der Tempomat ja eh nicht, ja. Ist okay. Wir haben ja ein paar Meter vor uns. Müssen wir das aufpassen, die diese amerikanischen Trucks, die neigen dazu, bei zu starker Seitendrift quasi ins Kippen zu kommen. Also ein echtes gewinnst du damit auf keinen Fall. Und deswegen versuche ich auch wirklich ein bisschen eher mit dem Bremsen zu arbeiten als mit dem... Was? Was? Wiegestation Umleitungsdienst? In dem nahestehenden Wie? Was? Ich glaube hier, ne? Wait Station, okay. Ach, wir müssen da wirklich tatsächlich... Ach, nee. Okay, das ist neu. War da langsam hin. Hallöchen. Wir kommen hier zum Wiegen. Kann auch sein, dass ich einfach nur fett bin. Okay. Was ist dein BMI, mein Lieben? Gute Fahrt. Danke. So, ich düse hier mal raus. Aber der vor uns macht eh gerade bremserig. So, erstmal den Truck auf Touren bringen. So, wir machen jetzt das, was man niemals tun sollte als Autofahrer. Einfach mal durchziehen. Weil die haben alle einfach keinen Schmackes auf der Bude drauf. Wir sind extrem langsam, meine Freunde, aber ich will das halt nach Möglichkeit hier irgendwie schnell lösen. Schaut's rechts aus. Ist ja mega. So. Ach, herrlich, meine Lieben. Haben wir es wieder mal. Sind wir wieder auf on Tour. Eine Runde Touren. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob wir tatsächlich auch mal Regen oder sowas kriegen. Bisher war es ja eine sehr staubige Angelegenheit. Aber das ist okay. Kann man sich ja auch mal gönnen. So, hinter uns geht, glaube ich, gerade die Sonne auf und vor uns ist eine dicke, dicke Wolke. Schaut bedrohlich aus, muss ich sagen. Wirkt zumindest so. Nationalpark, irgendein Forest ist hier. Aber da kommen wir eh nicht hin, glaube ich. Was machen wir da? Ach, das ist ein kleines Kart oder sowas. Hm? Macht für uns natürlich gar nichts. Mal einfach durch. Keine Zeit zu verlieren, unsere Nüsse werden sonst schal. So. Meine Lieben, das ist hier richtige Highway-Romantik. Auch mit der Entspannungsmusik. Wenn ihr gerade am Einschlafen seid, ist genau das, glaube ich, der Moment, den ihr gebraucht habt. Oder auch nicht. Wenn ihr gerade wach seid, ist es vielleicht die Möglichkeit, endlich mal ein bisschen runterzukommen, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ist ja auch schön. Wir haben noch ein paar Meter. Rechts sei es im Wohnwagenpark oder sowas.
ich wollte die Retarder-Einstellungen nochmal ändern. Ich glaube, wir haben ja einen Retarder hier drauf. Apropos, mal ganz kurz gucken. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ist denn die nächste Pause? In 6 Stunden müssen wir eine Pause machen. Dann nehmen wir den Rastplatz hier noch nicht mit. Vielleicht schaffen wir es sogar abzugeben in der Zeit. Aber jetzt können wir schön durchziehen, das fahren wir schon. Ganz entspannt, ganz gemütlich. Lass mal einfach so ein bisschen die Maschine vor uns her treiben. Das ist herrlich. Und wer weiß, meine Lieben, wer weiß, wo uns die Zukunft hinbringen wird. Sehen auch nicht weit. Es ist fast ein bisschen neblig, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass wir das jetzt so, dass das jetzt schon so ein bisschen, es wird, wir gehen ja auch mehr Richtung Vegetation, glaube ich, von der Fahrstrecke hier. Wobei wir, nee, Quatsch, wir müssten in den Süden runterfahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und damit ist es natürlich noch karger, ist noch wüstenartiger Richtung Mexiko. Mal ganz kurz nach rechts schaue, wie schaut denn eigentlich unsere Spur aus, wenn ich so fahre? So fahre ich ja die meiste Zeit rum. Das schaut super aus. So, jetzt hier links gucken. Passt. Ich habe, glaube ich, den Mittelpunkt hier gefunden, dass ich mit dem Ding hier super einfahren kann. Manchmal ein bisschen knapp, aber ich versuche mein Möglichstes, meine Lieben. Nicht doof aus. Ne, es wird tatsächlich grün wieder hier. Hm? Ein bisschen Vegetation, wenigstens mal ein paar Büsche oder sowas. Als geneigter Truckerfahrer mal ganz kurz ein kleines Päuschen unterm hiesigen Busch machen, ist auch nicht schlecht. Wobei, da wimmelt es wahrscheinlich von Skorpionen und so Zeugs. Nee, mach mal nicht. Meine Lieben, nächste Woche, nee Quatsch, diese Woche, wenn dieses Video auch erscheint, am Donnerstag ist mal wieder ein Livestream, da spielen wir KSP, also Kerbal Space Program, da freue ich mich auch schon gewaltig drauf. Ich meine, ihr wisst ja, Streams sind, das mag ich unheimlich gerne, mal so als Auflockerung zwischen dem ganzen Let's Play Alltag, mal was anderes machen, mal was Neues probieren. Und ich muss sagen, das taugt mir total. Also ich mag diese Streams so zwischendurch, auch vielleicht mal gerne auch den ATS. Niedriger Tankstand? What? Moment. Ganz kurz. Oh. Der hätte mal rausfahren müssen, ne? Kommen wir noch? Wie viel Sprit haben wir noch aktuell? Boah, wir sind schon an empty. Ja, wir haben aber gar keine Möglichkeit. Doch, wir könnten hier nochmal reinfahren. Das machen wir auch. Also, wir fahren jetzt folgendermaßen. Nein, so. So rum fahren wir. Und dann fahren wir so rum wieder raus. Wir könnten auch den hier so verlegen und den hier so hoch verlegen. Dann würden wir jetzt hier auch nochmal dieses Gerät hier, würden wir mitnehmen und könnten hier schön rechts abbiegen. Das passt mir eigentlich ganz hervorragend. Dann haben wir aber wirklich noch ein paar Meter vor uns. Ich hoffe, das kriegen wir auch locker flockig hin. Ich bin gespannt. Also jetzt, wir sind in Empty, der so viel Sprittank hat, die haben die Kisten hier scheinbar nicht. Wir müssen jetzt gucken, ob wir da noch hinkommen. Ich habe keinen Bock auf eine Bergung. Also wie gesagt, der Weg ist nicht weit zur nächsten Tanke. Wir müssen hier raus.
mal runter vom Gas. Will hier nicht liegen bleiben, das wäre mir ganz unangenehm. Da vorne ist schon die Tanke, ich glaube, wir schaffen das gut. Schön mit Leerlauf arbeiten. Immer schön mit Leerlauf. Flagstaff sind wir, okay. 35. Und hier rechts kommt die Tanke. Und ihr habt ja gesagt, wenn hier niemand kommt, dürfen wir ja auch rechts fahren, oder? Ich glaube. Wir probieren's. Okay, ich fahr rein. Und gönnen wir hier gleich mal die Zapfsäule. So, meine Lieben, auf geht's. Ist das alles? Ein Kumpel. Pure Energy. Okay. Geht da noch was? 133 Gallonen zu 400 Dollar. Meine Lieben, ich würde sagen, so mal einen fixen Tankstopp haben wir geschafft. Dann geht's weiter in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, gehabt euch wohl und ich wünsche euch was. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss!